Ihr seid zu viel. Außerdem muss ich einige arbeiten. Üblicherweise muss ich natürlich verweisen auf die heilige kulinarische Dreifaltigkeit in unserer Stadt, die uns viele Psychiater erspart. Denn da sitzen die Leute beieinander, in den Kaffeehäusern, in den Beiseln und in den Heiligen. Also dann. Aber gute also, Saison, ne? Aber gute Saison. Ne? Danke. Das heißt, eine blau-rote Koalition würde für Sie nicht in Frage kommen? Das fragt mich jetzt zum 100. Mal. Ja, Sie haben recht, ich beantworte es zum 101. Mal. Das ist nicht mein Pläsier. Jetzt werde ich verwiesen von irgendeinem Untersekretär der ÖVP, dass am 28. September das Wahlprogramm der ÖVP veröffentlicht wird. Na super. Das halte ich für wirklich echt gut. Ich meine, unter uns gesagt, ich habe schon eine bessere Verarsche gehört. Sie haben vorhin im ORF-Interview gesagt, man hätte die EU den Menschen besser erklären müssen. Was hat man denn da nicht erklärt? Na, alles praktisch, um das ehrlich zu sagen. Ich habe die wirklich tolle und spannende Zeit erlebt, als man sich mit der EU auseinandersetzen musste aufgrund der Befragung des Volkes über den Beitritt zur Europäischen Union. Das war eine tolle Diskussion und ich meine, die war teilweise extrem untergriffig, sie war teilweise niveaulos, wenn ich etwa die Schildläuse in der Joghurt erinnere. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns alle miteinander viel zu wenig mit diesen Entwicklungen auseinandergesetzt haben. Wer weiß schon, zum Beispiel unter der Bevölkerung, was der Lissabonner Vertrag ist. Heute politische Mode wird sich nicht durchsetzen. Misslungen. Ganz besonders widerlich. Ja. Wie schon als Schauspieler und Politiker, wo da die Trennlinie ist, weiß ich nicht genau. Ein nachzujustierendes Routenproblem, als Wünschen noch geholfen hat, habe ich keine. Sehr guter Bundeskanzler. In der Wiener SPÖ sehr schön erfüllt, bin zufrieden, aber da ist noch eine Menge zu machen.